Bekir. Die Taschenlampe aus. Okay, okay, Chef. Hab verstanden. Ich hab diese Uniform schon mal gesehen. Bist du der Rest von Rais Gang? Wir? Ich weiß auch nicht. Sie haben mir nichts gesagt, ich hab einfach mitgemacht. Lüg nicht, du Arschloch. Was macht ihr Drecksacke hier draußen? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Du weißt aber schon, dass ich kurz davor bin, dich umzubringen, oder? Okay, okay. Ich rede ja schon. Na los. Ich weiß aber nur, dass der Boss einen Plan hatte. Den Wasservorrat vergiften, alle ausrauben. Wir haben Leichen rangeschafft und ins Wasser geworfen. Das habe ich gesehen. Kranken Bastarde. Wer ist dein Boss? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich sagte doch, ich bin erst seit kurzem dabei. Ich wollte das nicht, ich schwör's. Ach, du befolgst nur Befehle. Mal sehen, was Yazir dazu zu sagen hat. Vielleicht ist er ja in der Stimmung für Ausreden. Komm schon, Chef, tu das nicht. Die werden mich lynchen. Zu Recht. Ich werde nicht sterben, nicht so. Mann, war das eine Herausforderung. Die Waffe nehme ich nur mit, weil sie einen Namen hat. Vielleicht kann sie irgendwie wertvoll sein. Ich guck mir nochmal den Raum hier an. Ja, die haben hier so ein bisschen umgebaut. So, man gibt das Schwert wieder. Und wir machen mal den Strom wieder an. Und wir haben genug Sicherung dabei. Ja, siehe, ich bin bei der Pumpstation. Schick sofort ein paar Leute her. Und lass niemanden von dem Wasser trinken. Was ist passiert? Ein paar Banditen haben Leichen ins Wasser geworfen. Holt die Leichen da raus. Dann sollte das Wasser bald wieder sauber sein, okay? Geht klar. Danke. Wir kümmern uns so bald wie möglich darum. Das ist aber auch so leichtsinnig. Der raucht. Hat zwar einen Aschenbecher, aber darunter ist Pappe. Und daneben noch eine Schnapsflasche. Und dann auch ein zündiges Bett. Mensch, Mensch, Mensch. Keine Arbeitssicherheit hier. Spielerversteck. Medikit brauchten wir eigentlich auch nicht. Aber egal. So. Das mache ich mal hier auch wieder auf. Schönes Tageslicht. Gut. Dann haben wir diese Mission auch erledigt. Schauen wir mal nach. Mit den ganzen Quests. Nehme zwei getrennte Wege. Nehme zwei getrennte Wege. Ah, das ist ein Stück. Ein Stückchen entfernt. Aber kein Problem. Wie spät haben wir es? 18 Uhr. Na, das. Da werde ich dann doch immer noch mal schlafen. Alleine ist es nicht so schön auf schwer gegen die ganzen Schattenjäger, Schattenläufer zu kämpfen. Und auch in der Gruppe war schon teilweise sehr, sehr schwierig. Deswegen werden wir jetzt noch mal schön schlafen, dass das hell ist und wir uns sauber und sicher bewegen können. Und nicht uns bei jedem kleinen bisschen einpissen müssen. Fahrzeug ist halt eh da. Brauche ich also nicht zurückzurufen. Oh, ein bisschen neblig. 7 Uhr? 7 Uhr. Einsteigen, einsteigen und... Jawohl. Das war schon wieder so ein Selbstmord-Attentäter. Jetzt haben die Zombies auch. Nicht nur die Terroristen in der realen Welt. Na komm schon, was wollt ihr, ha? Da sind sie alle Feuer in Flamme. Lecker Barbecue. Und habt ihr gesehen, wie der Kopf geplatzt ist? Lecker. So. Wo bin ich denn? Da bin ich. Können wir der Straße folgen, wa? Das gibt Punkte. Das muss ich bei Nacht machen, ey. Das wird ja richtig meine Skills erhöhen. Aber hier ist alles scheiße. Hier fahre ich falsch. Naja, ich muss außen rum. Man sieht nämlich auf der Minimap oben rechts, dass da so Streifen sind. Das heißt, in dieses Gebiet kommt man nicht rein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so dicht denn bei den ganzen verfickten Bäumen fahre. Wo ich dann eh nur wieder gegenballere. Oh, 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 oh.
auf die Straßen. Ey, kann mir jemand helfen? Scheiße, nein, Alter. Meistens haben nämlich nur Schwerte dabei. Das habe ich nicht damit gerechnet, dass sie jetzt auch Waffen tragen. Mann, Mann, Mann. Ordentlich wieder Erfahrungspunkte verloren. Das gefällt mir gar nicht. Wow. Mensch, hier ist schon wieder so ein Party. Gucken wir nochmal hier rein, ob wieder so eine Trophäe hier drin liegt. Nein, nur Nägel. Unser Auto ist da hinten. Wir wechseln mal auf die schnelle Waffe. Und rächen unseren Tod. Und natürlich sind die auch nicht mehr da. Super. Ist ja wieder mal bestens gelaufen. Na gut, was soll's. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Ich fahr mal lieber auf der Straße. Na, gibt's wieder Schaden. Und da kann man nicht durch. Fuck. Mensch, langsam bis ich doch mal die Strecke kennen. Aber gut, die Karte ist auch nicht gerade klein. Da kann man sich nicht alles merken. So, da sind wir wieder zu Hause. Ist hier auch gerade. Kurz anhalten. Denn der Tank ist ziemlich leer. Tanken wir mal lieber auf. Boah! Schon wieder so ein Platzer. Das war ein Fehler. Nicht von mir, sondern von ihm. Aber dass ich hier wieder durchfahre, aber das war mein Fehler. Ja, ich muss ein gutes Stück fahren. Also sollte ich doch mehr auf die Straßen fahren. Okay. Gib Stoff. Nein, und schon wieder Chemie. Wieder ein Holzpack. Alter Falter, ey, ist ey. Scheiße, die waren dann. Hier habe ich nur meinen Führerschein gemacht. Noch ein Platzer. Jetzt geht es um diesen Rammer. Einfach mal seine Platten abschießen. Und Mann! So, jetzt habe ich keine Belohnung bekommen. Und bin fast wieder mal verreckt. Also auch schwer zu spielen alleine ist, ja, schon eine schwierige Herausforderung. Finde ich gut. Vorher hatten wir nur auf normal gespielt. Kommen sie denn schon wieder da? Komm, Alter. Ich glaube, ich steige mal lieber ins Auto ein. Uiuiuiui. Ist die Frage auch, ob es jetzt clever wäre, hier lang zu fahren. Ob wir da lang kommen. Neue Fahrstufe. Wow. Gut, jetzt sind wir erstmal entkommen und haben unser Leben wieder einigermaßen aufgebaut. Jetzt mache ich mal kurz Halt und ich schaue mal, ob ich jetzt überhaupt, wie weit ich jetzt hier bin. Gut, gut, es sieht... Ah, das Ding ist im Wasser. Ich glaube, das ist im Wasser. Also fahren wir mal querfeld ein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eigentlich dann durch das Wasser durchfahren sollten. Ich habe schon mal meinen Buggy, versenkt in einem Teich. Ist da jemand? Ja. Wir sind gefangen in einem Haus in der Nähe des Flusses. Och, seid gefangen. Ich sitze hier mit meinen beiden Kindern fest. Ich
da niemand. Bitte. Doch, doch. Hilfe. Aber ich bin jetzt gerade mit mir selbst beschäftigt. Meine beiden Kinder und ich sitzen hier fest. Ja, ja. Werden wir nicht überleben. Wir sind in Gefahr. Nur hilf uns doch jemand. Kommen wir hier weiter? Nee, hey, will hier niemand handeln? In ein paar Minuten packe ich meinen Kram zusammen und dann bin ich weg. Also Beeilung, Leute. Mach doch mal hier keinen Stress. Wie komme ich denn überhaupt dahin? Weil hier ist ja eine Mauer. Nicht eine Mauer, sondern eine Felswand. Ich drehe mal. Fahr mich am Fuß entlang. Das ist ein Zombie. Der kann ruhig weg. 108 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Auto da hochkommen. Vielleicht müssen wir mal Haken da hochziehen irgendwie. Ich fahre jetzt auf wie gekonnt überall gegen. Ja, ich glaube, hier geht's rein. Aber ob das auch. Ja, für den Buggy war das jetzt nicht so gut. V und er wird zurückgesetzt. Na? Okay. Den lassen wir mal hier stehen. Bestens eingeparkt. Und dann müssen wir irgendwie da hoch. Schwimmt da irgendwas? Ah ja, da wird drauf geklettert. Jetzt ist die Frage, muss ich... Komme ich hier hoch? Ich denke mal schon. Ja, doch. So. Also müssen wir... Bestimmt müssen wir dann ganz da oben. Oh, jetzt suchen wir mal. Irgendwas höre ich doch hier. Das war aber nur ein Vogel. Und hier ist eine Hütte. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Gucken wir mal das Schwert. Das war nicht so clever. Ich glaube, ich sollte mal wieder das Schwert benutzen. Nicht wahr? Ja. Also der erste Typ, der hier ausgekrochen war, der kam mir fast sofort wie die Zielperson, aber sonst hätten wir eine Info bekommen. Das Ding kriegen wir nicht auf. Können wir übers Dach rein? Dann gehen wir durchs Fenster. Aha. Gut, wir werden erstmal hier. Können wir nicht öffnen, ist aber auch egal. Pflanze können wir nicht mitnehmen. Das sieht nicht sehr lecker aus. Vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Mod rum, aber nein. Dann machen wir mal das Schloss. Sehr schön. Öffne dich, Sesam. Aha. König, gut. König ist zwar ein schönes Ding, aber habe ich zu Genüge. Sonst ist hier weiter nichts. Also gehen wir mal hier in den dunklen Bereich. Oh. Neststatus. Dann laden wir mal sich jetzt aber mal alle Waffen nach. Nehmen wir einen anderen Bolzen. Aufprallbolzen, Giftbolzen, Betäubungsbolzen.
Schatzkarte Munition haben wir nicht viel, also nehmen wir erstmal ein Schwert. Ja, siehe, da ist ein gottverfluchtes Schattenjägernest unter der Hütte. Die Hälfte von Sabets Sachen ist in der Höhle gelandet. Ich werde nach diesen Kräutern suchen, aber ich bezweifle, dass er noch lebt. Dann war's das. Wage es nicht, da reinzugehen. Diese zu spät. Nester bedeuten den sicheren Tod. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich auch. Und auch was gesehen. Es klang so nach Zombie-sprachmäßig, hilf mir. Wieso jetzt? Nee. So, Lampe. Okay, das ist jetzt ja spannend.